861 Fehler innerhalb von 24 Stunden, das ist sehr, sehr hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich dabei um eine medizinische Statistik handelt. Es wurden weltweit 113 Intensivstationen getestet und dabei kam heraus, dass bei jedem dritten Patienten ein Fehler bei der Medikamentenabgabe begangen wurde. Wir sprechen gleich mit dem Leiter dieser Studie. Das ist eines unserer Themen. Wir haben natürlich noch viele, viele andere mehr. Wir starten in Kürze mit Frühlingszeit und ich freue mich auf Sie. Ein bisschen frischen Temperaturen heraus in unserem Garten. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie mit dabei sind bei Frühlingszeit am Freitag. Ja, ein buntes Angebot an Themen haben wir heute für Sie. Medizin-Thema, Sie haben wahrscheinlich heute den Kurier vielleicht gelesen und über diese Studie, diese internationale Studie, über die Fehlerquellen bei der Medikamentenabgabe auf Intensivstationen. Wir sprechen gleich darüber mit dem Intensivmediziner Andreas Valentin. Größten Modelleisenbahnen des Burgenlands, Minihof Liebau. Die Minihof Liebauer haben zwar keinen eigenen Bahnanschluss, aber das macht nichts. Also es gibt dort mehr Loks und Waggons als im ganzen Land, allerdings halt nur Mini. So ist das mit den Mini-Eisenbahnen. Jetzt schauen wir in die Welt der Royals. Es gibt eine neue Biografie von der Prinzessin Máxima von Holland. Tja, dieses Buch natürlich gelesen hat unsere Society-Expertin Isabella Großschopf. Ich begrüße dich sehr. Weil da drinnen tja, wird die Máxima nicht so als die brave, ruhige beschrieben, sondern sie soll in ihr... Sie hat sich angeblich den Prinzen geangelt? Er oder? Ist steif wie ein Stock. Oje. Und sie so hat schlimm. Nicht böse gemeint, aber... Ja, würde ich sagen, schön. Da ist, und für alle Society-Menschen, da tut sie was zu schreiben. Aber der Königshof regt sich auf. Ist es deswegen, ja. Weil sie nicht so ganz jetzt mehr in die Rolle der Mutter oder der zukünftigen Königin passt? So, jetzt haben wir uns kurz erholen können. Von dem Schock. Wobei ich ja sagen muss, ich meine, ein bisschen, es ist natürlich klar, dass diese jungen Leute besonders unter der Beobachtung stehen, aber... Ein bisschen lassen sollte man sie schon auch, oder? Sehr austoben Isabella, lassen, ja. Bisschen. Ja. Wenn sie im Guten bleibt. Zu etwas nicht so Guten, No Angels Sängerin Nadia Benaissa, da gibt es ja ganz schlimme Nachrichten, ja. Gell? Also das war... Unsere Zuseher und Zuseherinnen, im Mai haben wir eine neue Aktion, die Liebesglück heißt. Erzählen Sie uns doch Ihre schönste Liebesgeschichte, Ihre persönliche Liebesgeschichte. Wir würden uns sehr freuen, darüber zu berichten. Weiter geht's jetzt mit Konkret und Peter Resetaritz. Wir beiden verabschieden uns, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.